Hallo, Glück auf und herzlich willkommen auf dem Kanal Lucky Camper. Ich bin der Mike und heute geht es mal um den hier. Roomtour vom Euramobil Teresta TT670 SB. Und der hört auf den Namen Günner. So, gekauft haben wir ihn im November 2018. Da war auch der Zeitpunkt, wo wir geswitcht haben zwischen oder vom Wohnwagen zum Wohnmobil. Warum, wieso, weshalb? Hier oben irgendwo, da kannst du das nochmal nachschauen. Da haben wir ein Video drüber gemacht. Warum hier erst jetzt die Wohnmobiltour kommt, naja, ist relativ schnell erklärt. Ich meine, wir haben ihn ja schon 7 Monate mittlerweile. Aber ich habe es vergessen. Schlicht und ergreifend, ich habe es vergessen. Und Punkt 2 wäre, ich möchte ihn noch gerne einmal im Originalzustand filmen. Der ein oder andere weiß ja, dass ich ganz gerne mal einen Schraubendreher hier ansetze. Habe ich beim Wohnwagen auch gemacht. Könnt ihr auch mal da oben gucken, ein paar Do-It-Yourself-Videos. Ich möchte den ganz gerne noch ein bisschen modifizieren. Der ist noch nicht ganz so, wie ich mir vorstelle. Christina ist zwar der Meinung, dass ich hier bastel. Ich nenne es aber dann modifizieren. Egal, wir fangen an von außen. 2,79 Meter hoch plus Dachklima. Und 2,30 Meter breit. 6,90 Meter lang. Ja, 3,5 Tonnen und angetrieben wird er mit einem 2,3 Liter Multijet Dieselmotor, hat 130 PS oder 96 kW. Ja, jetzt gucken wir uns ein paar Klappen mal an, was er alle so hat. Einmal die Auslass für die Truma-Heizung. Dann hat er eine Außengasanlage. Ein Staufach. Keine Hängerkupplung. Hier sind diese Halter für den Fahrradträger. Auf der anderen Seite, ja, wie man das so kennt, Toilette, Gasfach. Gasfach für 2 Flaschen, ist ein bisschen unglücklich gelöst, stehen hintereinander. Gut. Ein Tod muss man sterben. Oder? Was ganz hervorragend ist beim Euramobil, das ist diese Serviceklappe, nenne ich sie mal. In der Serviceklappe hast du einmal diese Pumpe, das ist eine Druckwasserpumpe und Absperrventil und den Auslass für den Abwassertank. Noch ein Schlauch, auch für den Abwassertank. Das ist richtig geil, bleibt immer schön sauber, ich komme jederzeit dran, brauche unten nicht so einen komischen Hebel da ziehen. Perfekt gemacht für mich. So, direkt oben drüber einmal Wasser und einmal Landstrom. Hier ist der Tank für den Diesel. Alles wunderbar. So, Markise war auch noch dabei. Von Fiyama. So, und was noch der Mega-Burner ist, man muss ja mal überlegen, das Fahrzeug ist ja von 2008, also 11 Jahre alt. Rahmenfenster hat er. Seitz Rahmenfenster. Kann man das sehen? Kein Aufbau. Keine
Froschaugen, wie man es auch immer nennen mag. Total ruhig beim Fahren, windstill, klappern nicht, perfekt. Eine elektrische Trittstufe hat er auch noch. Sehr schön. Ja, ich denke, außen ist es dann alles soweit. Ich gehe mal rein mit euch und dann geht es an den Innenraum. Der Innenraum. Also vom Prinzip ist das ein ganz normaler, habe ich das eigentlich erwähnt vorhin? Also das Fahrzeug ist ein Fiat Ducato auf Maxi-Chassis. Der Typ 250 ist Baujahr 2008 und gekauft haben wir ihn mit 86.000 Kilometer. Ganz normales Fiat Cockpit, wie man das so kennt. Ja, und der Aufbau ist von Euromobil. Ja, hat hier oben ein richtig großes, mega großes Fenster drin, allerdings nicht zu öffnen, aber auch Echtglas. Ich mache das mal wieder zu. Wir sollen ja heute 30 Grad kriegen. Puh. Ja, kommen wir dann zur Dinette. Zur Dinette. So, darüber sind Schränke. Hier oben sind noch Staufächer. Hier sind noch Staufächer drin. Da liegt noch der Router. Hier sind auch noch Staufächer. Ja. Ja, hier seht ihr auch schon mein persönliches erstes Problem, will ich nicht sagen, aber Modifikationsobjekt. Diese Sitze hier sind nicht so schön. Da bin ich aber auch schon dran. Das dauert noch ein bisschen. Da habe ich wohl jemanden, der mir die neu aufpolstert, beziehungsweise neuen Stoff überzieht. Ja, also Sitzplätze haben wir hier 4 Stück. 4 mit Anschnallgurt, wobei hier nur 2 drin schlafen können. Der Tisch ist nicht absenkbar. Daher nur 2 Schlafplätze. Hier ist er ist aber entsprechend bewegbar. Dann haben wir natürlich noch eine Heizung. Die befindet sich hier drunter. Das ist die Truma 6 Kombi, also 6 kW Leistung über Gas. Ja, hier drunter befindet sich noch der 100 Liter Wassertank. Ja, wenn wir nicht unterwegs sind, dann haben wir alles offen, damit das schön trocknen kann. Ja. Passend dazu haben wir auch ein Bedienpanel, Temperaturfühler, Heizung, ja, kennt man, ne? Bedienpanel,
So, da kann man hier einmal schön alles durchschalten. Ja, hier geht die Pumpe an, hier ist Außenlicht und einen Wechselrichter. So, das war aber alles schon drin, da habe ich nichts dran gemacht. Ich mache das mal wieder aus hier. So, dann haben wir hier drunter den oder die ganze Schaltzentrale. So, und da unten könnt ihr auch die Druckwasserpumpe sehen, wie wir sie schon von außen gesehen haben. So, ich mache das mal wieder kurz zu hier alles. Ja, Druckwasserpumpe, da ist es ja so, ist praktisch wie zu Hause. Da ist kein Mikroschalter an den... Okay, der ist auch aus. Da ist kein Mikroschalter an den Zapfstellen, an den Wasserhähnen, sondern die pumpt zentral mit ordentlich Druck auch. Und ja, ist praktisch wie zu Hause. Vorteil, man kann x-beliebige Wasserhähne aus dem Baumarkt oder dergleichen holen, Hans Groh und wie sie alle heißen, keine Werbung. X-beliebige Wasserhähne aus dem Bauhaus oder aus dem Baumarkt holen und einbauen und passt. Ja, Wasser. Da sind wir schon in der Küche. Die Küche sieht so aus. Hat einen 3-Flammen-Gasherd, wie man das so kennt. Ohne Piezo, da noch schön Feuerzeug dran halten. Ne? Ein Waschbecken, Wasserhahn und Schränke. So sieht das aus bei uns. So. Ich denke, das kennt ihr alles. Kühlschrank gegenüber. Ist, glaube ich, auch nichts Neues. Gefrierfach. Und darüber sind dann noch, hier ist nichts drin und hier ist der Fernseher drin. Und da kommen wir schon zu meinem nächsten Projekt. Wenn ich jetzt den Fernseher hier rausziehe, ne, zum Beispiel, dann kann ich in der Sitzgruppe kann ich dann Fernsehen gucken, aber im Bett nicht. Also, das baue ich auch noch mal um. Und der nächste Punkt wäre, habt ihr euch mal die Farbe angeguckt? Rot. Gut, muss man mögen. Vom Prinzip ist die Aufteilung ist super. Oh, da ist noch Wodka drin. Ja, das ist alles tippidi-top. Hier unten ist noch ein Schrank. Ja. Alles gut. Aber die Farbe. Mensch. Ja, das sind so ein paar Veränderungen, die ich noch vorhabe. Ich glaube, es lohnt sich, ein Abo mal dazulassen, wenn du das alles noch miterleben willst. Ja, hier unten sind auch noch Schränke oder Schubladen. Noch so eine kleine mit Firlefanz drin. Und hier unten, da habe ich schon darum gebastelt, sagt meine Frau. Da hier unten, hier unten habe ich dann noch mal einen Mülleimer montiert. Ja. So.
Badezimmer. Hat natürlich auch eine Tür. Moment, so, ne, Badezimmer. Spiegel, wie es jetzt so gehört. Ja, mit einer richtig großen Dusche. Da gibt es dann auch eine Tür zu. Moment. Das ist einer der mega Vorteile an dem Fahrzeug hier. Eine richtig große Dusche. Ich kann mich ja mal reinstellen. Ja. Also kann man halt sehen, Kopffreiheit. Hier ist zwar die Stange, aber die stört mich auch nicht. Ich komme da gar nicht dran. Tipptopp. Tipptopp. Man kann sich hier richtig schön drin bewegen. Ja. So. Ja. Dann bleibt eigentlich nur noch das Bett im Hintergrund. Auch da über dem Bett eine Milliarde Stauplätze, Staufläche. Tipptopp. Dachluke, wie übrigens im Badezimmer auch, plus Fenster. Also, ist schon toppi. So, hier oben haben wir noch eine Dachluke. Und wie gesagt, vorne haben wir auch noch. Stauraum, habt ihr vorhin schon gesehen. Das ist alles unterm Bett. Ich kann das Bett mal hochklappen. Dann sieht der Stauraum ungefähr so aus. Ja, habt ihr ja schon gesehen. Einen weiteren Vorteil, wie ich finde, ist der doppelte Boden hier vom Euramobil. Das ist natürlich im Winter sehr angenehm. Und in dem doppelten Boden ist dann auch das Abwasser oder der Abwassertank. Das heißt, der kann nicht einfrieren. Die Heizungsrohre laufen da auch her. Das ist sehr gemütlich, sehr warm, fußwarm, sehr angenehm. Der doppelte Boden ist auch soweit nutzbar, soweit man halt da dran kommt. Aber das ist schon prima. So. Ja. Jetzt habt ihr den Innenraum auch mal gesehen. Und meine nächsten Projekte habt ihr auch schon gesehen. Ja. Mehr, glaube ich, gibt es da nicht zu sagen. Wenn ihr noch spezielle Fragen haben solltet, rein in die Kommentare. Ich werde die beantworten, selbstverständlich. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Danke, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Wir sehen uns wahrscheinlich beim Schrank wieder, wenn wir den umbauen. Tschüss.